Und wieder da. Mit einem Anruf. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. So, das hätten wir. Jetzt geht es noch ein wenig durch die Stadt zum letzten Wegpunkt. Ich denke mal, da gibt's das Müllauto. Ja, ja, du mich auch. Sei froh, dass ich es eilig habe. Moment, kommt die Kamera nicht so wirklich hinterher. 3 Kilometer. Naja, mal schauen, wie schnell wir das jetzt schaffen. Wow. Okay. Oh. Hallo, Motorradfahrer. Hallo, kleines Eutöken. Nein, ich hätte da links abbiegen müssen. Kacke. Okay, jetzt fahren wir hier lang. Das geht auch. Nein. Oh, noch ein Motorradfahrer. Shit. Ja, während eines Überfalls auf einen Geldtransporter kommt. Ach so. Nee, nee. So ein Scheiß mache ich jetzt hier nicht. Ich denke mal, da wird ein bisschen was von in dem Bonusteilen geben. Boah, ist das für eine ekelhafte Kameraeinstellung. Nein! Boah, irgendwie ist die Kamera gerade ein bisschen komisch. Boah. Aber wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Was machst du denn hier? So, dann biegen wir hier ab. Wow. Ja, gut abgefangen. Dann biegen wir, wo biegen wir hier links ab? Hier biegen wir links ab. Nein. Oh, was war das denn mit dem Bild? So, 400 Meter noch. Das heißt... Oh! Mann! Sorry! Und dann halt hier rum. Ach Mann, das war meine Stoßstange. So. Hä? Wieso ist der Wegpunkt denn nicht da, wo... Das ist jetzt auch sehr merkwürdig. Der Wegpunkt ist dahin? Ich habe den Wegpunkt doch auf den Kack da gesetzt. Ah, okay. No. Ah, okay. Erstmal vor den Baum fahren. Und da war sie hinfort. Okay, das hat jetzt keinen Sinn gemacht. So. Das, was? Wieso denn 2 Sterne? Och, Mann. Wieso 2 Sterne? Warum? Warum? Oh. Komm bitte, jetzt nur geradeaus. Und bitte keine Bullen. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Okay, der fährt in meine Richtung. Das ist gut. Nein, jetzt kommt noch einer. Oh, Mann! Na, woher weiß er, dass ich das bin? Oh, Mann. Das ist doch zum Kotzen. Sowas ist doch echt zum Kotzen. Nein. Och Mann, ich will nicht noch mehr Sterne. Aus einer einfachen Sache macht man jetzt hier ein Riesending.
Ich sehe nichts. Danke. Na, kommt noch einer. I just hope that broke your goddamn neck. So, da hinten ist gleich die Straße zu Ende. So, und da kommt schon wieder einer. Ey, ich krieg Kotzen. Ich krieg echt Kotzen. Na! Ich seh nix. Komm, nicht erwischen lassen. Nicht. Ja, sehr gut. Jetzt einfach nur geradeaus. Und ich fahre wahrscheinlich wieder in die komplett falsche Richtung. Nicht! Ey, was machst du auf meiner Straße? Oh, das war ja seine Straße. Na also, siehst du, ich wusste es. Hier ist. Ah, unser Psychologe war hier. Und wieder zurück. Nein, ich hätte wohl. Ah, oder? Nee, doch richtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die Bullen so schnell abgehängt bekomme. 4 Kilometer. Ja, das ist dann natürlich dann der bittere Nachgeschmack bei sowas. Und ich finde, als Zuschauer ist das jetzt hier, wenn man irgendwo hinfahren muss, das Schlimmste. Denn es passiert nicht wirklich was. Man kann nur gucken, wie der andere Spaß hat und ja, irgendwie langweilig. Und ich habe keine Lust, dass meine Let's Plays hier langweilig werden. Aber Freunde, ich kann es im Moment leider nicht ändern. Aber 3 Kilometer noch, es wird weniger. Komm, nächster Gang. Hol alles aus der Kiste raus, Trevor. Man fängt irgendwie schon an zu tänzeln hier. So. Da vorbei. Warum auch immer da jetzt auf der Karte so ein kleiner Knick war. Oh, Moment, was war denn das? Was war denn das? Ja, ja. Ich würde wegfahren. Danke. Du auch. Du auch. Ja. Ich lasse den Wagen auch einfach hier stehen. Wie provoziert man einen Stau? Steig in den Müllwagen. Nein, mache ich nicht. Ich will es wissen, was das hier ist. Cool. Das ist wohl ein verlassener U-Bahn-Schacht, oder? Holla die Waldfee. Okay. Schade, ich hatte gedacht, das wäre jetzt hier irgendwie ein tolles Geheimnis oder so, aber... Nee. Dem ist nicht so. Das heißt, wir können wieder in unser Müllwegechen einsteigen. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder gesund dahin kommen. Oh! Das war knapp. Weiter geht's. Zweieinhalb Kilometer noch. Das müsste man relativ zügig jetzt schaffen. Warum habe ich eigentlich kein Radio an? Es ist schade, dass man hinten die Presse nicht irgendwie aktivieren kann oder so. Das wäre jetzt echt noch cool, dass man jetzt hier durch die Straßen fahren kann, sich Mülltonnen aussuchen kann und dann, ja, bleib ruhig auf deiner Spur. Und die dann entleeren kann. Das wäre ja noch echt lustig. Dann hätte man neben Landwirtschaftssimulator hätte man dann auch den Müllsimulator. So, 1,4 Kilometer bin ich hier richtig? Ich denke mal ja. Ja. Also kein Kratzer. Den Punkt werde ich schon mal nicht kriegen. Okay, jetzt wieder hier runter. Was macht der hier mit mir? Erst hoch, dann wieder runter. Hoppla.
Ach, und dann wieder hier runter. Aber ich glaube, na 1,3. Oh, guck mal hier, das ist doch, oder? Nee. Das sah so aus wie damals mit Michael, unser erster großer Auftrag, das Gebäude. Das lag nämlich auch an so einer Schnellstraße. Aber war es das nicht. So, weniger als 1 Kilometer noch. Dann hätten wir es endlich. Geh jetzt hoch, jawohl. Ja, dein Zimmer. Soppala. Mal eben abgehoben. So, und dann hier wieder gleich links da oben, genau. Wieder auf die Schnellstraße. Jetzt haben wir es aber. Na, also dann müssten wir auch alles zusammen haben. So. Wow! Geparkt. So, das hätten wir. Alles vorbereitet. So, und? Na, 67 in den Staub? Okay, wofür auch immer das steht. Aber wir haben es geschafft. Sanitation truck's there now, so don't you bother. Verstecke ein Fahrzeug an einem sicheren Ort, um es als Fluchtfahrzeug zu benutzen. Also ich denke mal, sicheren Platz wäre jetzt eine Garage oder so. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Die Sache ist aber, ich wollte mal gucken, was haben wir denn da? Yachthafen von bla bla bla. Da haben wir eine Garage. Was haben wir da? Ne, das ist was anderes. Da oben, was haben wir da? Immobilie Pitchers. 750.000. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? 22.000 nur. Das ist nicht viel. Wie kostet denn die Garage? Ist das jetzt schon meine oder? Yachthafen. Doch, das ist schon meine, oder? Moment mal, da ist ja noch was. Autoschrottplatz 275. 150, 30, 20. Filmtheater. Das möchte ich nur wissen. Dann können wir uns da auch in der Nähe irgendwo vielleicht ein schönes Auto organisieren. 1,9 Kilometer, das sollte machbar sein. Also, die Straße ist so groß. Nein, wir müssen wieder das Auto treffen. Das ist so zum Heulen. Ja. Let's Plays, kann ich euch sagen, gibt es jetzt in den nächsten Tagen eventuell, wirklich nur eventuell, wieder eine kleine Überraschung für euch. Da lasse ich mich noch ein wenig inspirieren. Und ja, vielleicht kommt da ja schon was die Tage auf die Reihe. Nein, nicht abbiegen! Idiot! ...400 Meter noch. Na... Ja klar, lass dich doch mal fallen. Das Ding ist jetzt, wenn wir das kaufen, haben wir kein Geld mehr für irgendwas anderes. Was? Da wurde einer beraubt. Ich eile, ich fliege. Oh, der fährt sogar. Oh. Komm, ist der... Nee, warte. Komm, dich kriege ich noch.
Hat der Motorrad oder was? Wo ist er? Wo ist er? Da vorne. Ich komme zu dir gefliegt. Er hat Motorrad. Nein, wir entfernen uns doch jetzt schon wieder so. Ja, er hat ein Motorrad. Komm, dafür erwarte ich aber jetzt. Not those bikers again. Oh Mann, fuck ey. Jetzt fange ich auch schon an. Gib Gas. Normalerweise sind dafür die Bullen zuständig. Oh, sorry. Ah, das ist das Problem, mein Ehrgeiz. Das. Nein! Oh Mann! Wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das haben. Dann. Dieses Vater eigentlich sich. Ja, toll. Toll. Ach, fuck, ey. Oh, ich könnte kotzen. Wo war denn das Fahrzeug? Das da? Dieses Fahrzeug? Oder dieses da? Das hier? Komm, Omi. We gotta call the sheriff. Come on! Ja. Out of the car, lady! Und wieder die 1,3 Kilometer zurück. Das war knapp. Na, was machst du denn? Das war jetzt meine Schuld. Da gucke ich einmal auf den Fahrplan. Auf den Fahrplan, genau, auf den Fahrplan. Auf den Plan unten. So, zurück zum Geschäft. Ich glaube, der Wagen übersteht das nicht. So, und das kann ich kaufen. Ja, ist mal gespannt. Jetzt einfach davor stellen. Nur Michael kann diese... Ist jetzt nicht wahr. Ist doch jetzt nicht wahr. Nein, du sollst wieder in den Wagen einsteigen. Gut, wo haben wir jetzt hier eine Gare? Mann! Regt mich doch mal alle auf hier. Was ist das? Das ist mein persönliches Fahrzeug oder was? Nein, das ist der Abschleppdienst. Da ist eine Garage. Ich denke mal, es soll damit gemeint sein, dass es eine Garage ist. Und ja, 900 Meter, das denke ich mal, ist relativ einfach zu erreichen. Und dann ist auch wirklich Schluss für heute, denn irgendwie... merke ich auch, dass ich irgendwie ein bisschen breiig im Kopf bin. Es ist warm, jetzt soll die Woche bis 40 Grad werden, das ist sowieso die Hölle für mich. Und, naja. So, ach nee, soll die da rein, ne? Jetzt sagt mir nicht, muss ob man auch kaufen. Für die Garage zu kommen. Ich hab das aber nicht. Oh. Mann, wo ist denn unsere Garage? Ja, okay, da ist ein Dollarzeichen dran. Okay, ich hab's nicht gesehen. Was ist das? Autowaschanlage. Garage. Darts.
Raubüberfall. Moment, warum mache ich es mir denn so kompliziert? Wo ist denn unser Unterschlupf? Das Kloster kann hier nicht platziert werden. Ja, weiß ich. Ich hoffe jetzt mal, dass wenn wir jetzt zu uns nach Hause fahren und das Auto da deponieren, dann wissen wir ja, dass die Autos, die wir da deponieren, wir behalten. Und dann hoffe ich mal, dass das auch für dieses Auto gut genug ist. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Oh, hier sind eindeutig zu viele Kurven. So, da werden wir. So, hier jetzt, ja? Kann ich das jetzt hier hinstellen? Kann ich oder kann ich nicht? Anscheinend nicht. Kann ich es hier hinstellen? Nein. No parking. Ach Freunde, ich weiß es noch nicht mehr. Ich habe auch so langsam keine Lust mehr. Ehrlich, ich habe echt so langsam keine Lust mehr. Wo kann ich den denn jetzt unterstellen? Meine Güte, was meinen die mit einem sicheren Unterschlupf? Ja, Unterschlupf, da bin ich. Ist aber nicht gut genug. Na, zum Umlackieren ganz toll. Freunde, ich habe keine Ahnung mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann hole ich mir ein neues Auto. Ist mir egal. Gute Nacht. NRW bei 18. Adieu.